Die Mikrofrakturierung ist ein knorpelwiederaufbauendes Verfahren, insbesondere wenn man kleine Defekte im Bereich des Kniegelenks, Hüftgelenks oder der Schulter hat. Hierbei treten durch Mini-Bohrungen oder Mikrofrakturen, also kleine Brüche im Knochen, Stammzellen in das Defektbett ein und daraus bildet sich ein neues Knorpelgewebe, was mit der Zeit auch belastungsstabil wird. Die Mikrofraktur eignet sich vor allem für jüngere Patienten, die kleinere Defekte haben. Im Vergleich zur Knorpelzelltransplantation bildet sich ein nicht ganz so stabiles Regenerat. Das bedeutet, wir brauchen intaktes, gutes und festes Umgebungsgewebe und deswegen eignet sich die Technik besonders für kleinere Defekte. Als Chirurg muss man sich grundsätzlich sehr gut überlegen, ob dieses Verfahren für den Patienten gut geeignet ist. Im Falle einer Dekompensation des Gewebes, also wenn es nicht funktioniert, hat der Patient mit einem anderen knorpelrekonstruktiven Verfahren deutlich ungünstigere Langzeitergebnisse. Auf der anderen Seite bedeutet eine Mikrofraktur auch für den Patienten eine längerfristige Nachbehandlung, damit das Gewebe erstmal fest wird. Und zu guter Letzt ist der ideale Patient ein Junge mit kleinen Defekten.